Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Flussführers für Frankreich mit Korsika. Der Asco ist ein Muss für jeden Korsika-Kajakurlaub, sofern der Wasserstand stimmt. Diese Folge kümmert sich um den Standardabschnitt unterhalb der Unfahrbahn bis zur Straßenbrücke. Es gibt auch noch eine Strecke oberhalb und unterhalb, aber diese müssen warten. Der Einstieg ist unterhalb den großen Felsblöcken, die den Fluss versperren. Auf der Straße ist dies eine leichte Rechtskurve mit einem Strommasten. Es hat etwa Platz für 2 bis 3 Autos, aber ihr werdet die meisten ja sowieso am Ausstieg stehen haben. Wenn man runterträgt, kann man rechts gehen und gleich unter dem letzten Abfall einbooten oder links für ein bisschen weiter unten. Bei wenig Wasser ist der untere Einstieg zu bevorzugen. Für dieses Video habe ich Material gesammelt mit Niedrig- und Mittelwasser. Persönlich hüte ich mich vor mehr Wasser, da die Geschwindigkeit ansteigt und damit auch die Schwierigkeit. Der Asco ist jedenfalls ein solider Wildwasser-Vierbach in guter korsischer Manier mit Drop and Pool. Die erste Strecke bis zum Algengesicht im Fels und um die Rechts-Links-Kurve hält keine besonderen Schwierigkeiten bereit und man kann sich an das gewöhnen, was der Asco zu bieten hat. Gleich am Ausgang der Linkskurve ist ein Schwall, der in einem Pool endet, aber auch einen Felsblock in der Mitte hat. Nun, da du das weißt, kannst du leicht eine Kollision vermeiden. Kurz darauf folgt ein weiterer Katarakt, der rechts in einem gekurften Abfall endet, ebenfalls mit einem Fels in der Mitte. Dieser ist ein bisschen schwerer und abhängig vom Wasserstand ist eine Durchfahrt links oder rechts möglich. Man kann sich die Stelle von links anschauen und versuchen, rechts vorbeizuschleichen. Danach kann man sich etwas erholen bis zur Fußgängerbrücke zum Klettergarten. Hier ist auch der alte Pegel. Niederwasser ist bei etwa 70 cm und Mittelwasser bei 1 Meter. Als idealen Pegel sehe ich 90 cm. Es gibt auch einen neuen Pegel an der Straßenbrücke nach Calvi. Die korrespondierenden Pegel dort sind 1 Meter und 1,20 Meter. Dieser neue Pegel ist auch elektronisch abrufbar. Nach der Brücke beginnt der interessanteste Teil mit dem Treppenhaus. Wem dies zu schwer ist, kann die nächsten 500 Meter auf der Straße umtragen. Es ist ein recht steiler Katarakt mit zahlreichen kleineren und größeren Steinen, welche zu mehrfachen Seitenwechseln fordern. Ich hatte hier einige Missgeschicke bei Versuchen, eines der Kehrwasser zu erreichen. Daher mag es vorziehbar sein, so direkt als möglich durchzufahren. Am unteren Ende werden die Steine zu Felsblöcken und das Gefälle nimmt ab, nicht aber der Fahrspaß beim Suchen einer Durchfahrt. Am Ende des letzten Katarakts, der unterschiedliche Fahrrouten bei verschiedenen Wasserständen hat, trifft man seine Kollegen wieder, welche diesen Teil haben. Bleibt nur eine kurze Verschnaufpause. Wenn der Asco im Grundgestein auf der rechten Seite fließt, gibt es 2 Rutschen oder Abfälle, die man üblicherweise rechts fährt. Nach dem letzten bietet sich die Gelegenheit, die Fahrt zu beenden. Besonders bei wenig Wasser wird der Asco etwas seicht, wenn sich das Wasser in die Breite verteilt. We'll be right back.
weiterfährt, gibt es einen 2 Meter hohen Abfall, nachdem der Bach sich wieder der linken Talseite angenähert hat. Dieser sollte nach rechts gebucht werden. Von hier an wird es einfacher, aber nicht langweilig. Der Ausstieg ist links kurz oberhalb der Straßenbrücke. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!